Eine neue Folge Kanal Trivial. Wir sind wieder in Aachen unterwegs und heute geht's um das Thema Drogen auch. Wo sind wir heute? Wir sind im Trottwa, niedrigschwelligen Angebot der Suchthilfe hier in Aachen. Mhm. Wer bist du? Ich bin Marc Krisnerath, ich bin Einrichtungsleiter hier. Einrichtungsleiter, was macht eure Einrichtung so? Das sind mehrere Aufgabenfelder. Wir haben erstmal das Kontaktcafé hier, das heißt, hier können Leute essen, kommen, duschen, kriegen hier Beratung. Dann haben wir Streetworker, die in der Stadt unterwegs sind, also tatsächlich an eigentlich allen Ecken von Aachen. Wir haben das Querbeet-Projekt, wir haben eine medizinische Ambulanz, das ist eine Ärztin und eine Krankenschwester, die täglich hier sind. Und wir haben das ambulant betreute Wohnen, wo wir Leute auch in Wohnungen, die halt Wohnungen haben, zu Hause begleiten. Okay, du hast gerade gesagt, dass die Leute hier bei euch Hilfe bekommen. Was haben die denn für Probleme hier, wenn die kommen? Ja, in der Regel sind das halt Menschen, die Heroin- und Kokainabhängig sind, das heißt, alle Folgeerscheinungen von einer Krankheit, die ja wie diese ist halt, das heißt oft halt mittellos, tatsächlich kriminell teilweise, das heißt mit der Justizprobleme, Wohnungslosigkeit, das sind so die alltäglichen Probleme, mit denen wir hier umgehen. Also habt ihr dann so Sprechstunden, dass ihr dann kommen, okay, sagt, du hast jetzt heute einen Termin von 10 bis 11 oder du kommst von 11 bis 12 und dann suchen wir jetzt eine Wohnung oder wie läuft das bei euch ab? Ja, so in etwa. Also im Prinzip das Konzept der Niedrigschwelligkeit, aber das gilt halt allgemein, ist, dass die Menschen hier einfach reinkommen können. Das heißt, wir sind eine offene Einrichtung. Die können kommen, wann sie wollen, insofern wir offen haben und Beratung empfangen. Das heißt, sie sind immer ein Sozialarbeiter, meiste Zeit eine Ärztin und eine Krankenschwester. Und dann können die eigentlich im Prinzip, ohne vorher Termine auszumachen, hier vorbeikommen. Und ja, also generell versuchen wir auch die Einrichtung so transparent und so offen zu gestalten wie irgendwie möglich. Das heißt, hier kann auch erstmal jeder reinkommen, wenn er Interesse hat irgendwie an der Arbeit oder beziehungsweise wenn der halt irgendwie Beratung braucht. Aber wenn man sich jetzt umguckt, das sieht ja eigentlich aus wie ein ganz normales Café hier. Also sieht jetzt nicht aus wie irgendwie eine Einrichtung, wo jetzt, also würde ich mir jetzt anders vorstellen, wenn ich mir das so Konzept so erklären lasse, wie du das jetzt erklärt hast. Ja, tatsächlich ist unser Anspruch eigentlich, ein Café aufzustellen, was im Grunde genommen einem Café entsprechen würde, was wir auch gut finden. Mhm. Also ich finde das, ich finde den Gedanken irgendwie ein bisschen schief, wenn ich sagen würde, wir machen jetzt so eine Suppenküche, wo man halt für wenig Geld oder gar kein Geld Essen bekommt. Stattdessen versuchen wir hier ein Café aufzubauen, wo wir auch Spaß hätten zu sein. Das heißt, das Essen, was wir hier verkaufen, hat auch die Ansprüche, dass wir sagen, das soll lecker sein und auch komplett ohne Zusatzstoffe irgendwie funktionieren. Das heißt, wir haben keine Maggi-Fixe oder Glutamate in irgendeiner Form. Da haben wir einen recht hohen Anspruch. Und das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Das heißt, die Leute, die hier hinkommen, sollen nicht irgendwie abgespeist werden. Es geht da nicht nur um satt werden, sondern einfach auch wieder ein Stück weit zurück in die Gesellschaft zu kommen. Und das bedeutet auch zum Beispiel Essen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig ein Café zu haben, was irgendwie ansprechend ist. So. Ja. Was gibt's denn dann hier so zu essen? Also habt ihr denn hier so eine feste Karte, dass dann der jetzt sagen kann, okay, ich nehme jetzt heute mal euer Gulasch, das ist jetzt super bekannt, oder kocht ihr dann jeden Tag was anderes? Ja, wie genau funktioniert das? Also letztlich kochen wir jeden Tag was anderes. Wir haben keine Speisekarte in der Form. Das wäre einfach organisatorisch für uns nicht möglich. Das ist halt alles zu einem Selbstkostenpreis. Das heißt, wir verkaufen das Essen auf einem Level, wo wir sagen, wir kriegen die Kosten gerade wieder rein. Was gab's denn heute? Heute gab's, ich glaube, Spaghetti Bolognese mit einem Salat. Und was hat das dann gekostet? 1,80. Das ist echt fair. Das ist ja noch günstiger als in der Mensa. Das ist deutlich günstiger als der Mensa, aber es ist halt trotzdem ein Obolus, der geleistet werden muss. Das heißt, wir verlangen von den Leuten schon, dass die irgendwie dieses Restgeld oder beziehungsweise diesen kleinen Betrag irgendwie aufbringen können. Wir wollen jetzt nicht irgendwie Leute in ihrer Situation halten, indem wir sagen, okay, du bist das arme Geschöpf, was am Rande der Gesellschaft lebt und wir schenken dir jetzt sozusagen die Almosen. Da würden wir automatisch eine Stufe reinbekommen, wie die wir nicht haben wollen. Das heißt, wir wollen den Leuten auf Augenhöhe begegnen und dann sind diese 1,80 angemessen. Damit können wir tatsächlich die Lebensmittel bezahlen
und können aber trotzdem sagen, pass mal auf, du darfst das jetzt auch kaufen. Was ein bisschen verrückt klingt, aber so. Ja. Kommen denn dann auch Leute nach hier, die einfach dann nur günstig essen wollen? Oder sind das dann wirklich nur Hilfsbedürftige? Oder sagt ihr denen, okay, du bist jetzt nicht hilfsbedürftig? Also erstmal darf jeder hier reinkommen, insofern er 18 ist. Das heißt, wenn jetzt ein Flüchtling jetzt vorbeikommen würde und was zu essen kaufen möchte, würden wir den nicht wegschicken. Wir würden ihn schon aufmerksam darauf machen, pass auf, das ist der und der Ort und die Beratung machen wir, und würden den auch aufmerksam machen auf die jeweiligen Institutionen, wo er sich auch tatsächlich eventuell gezielter die Hilfe suchen kann, die er braucht. Aber er kann erstmal hier hinkommen, genauso wie Rentner, wie auch immer. Also im Prinzip kommen hier auch teilweise Touristen vorbei, die ins Aquis Plaza gehen und unsere Einrichtung verwechseln mit einem normalen Café. Und die würden wir auch nicht wegschicken mit der Idee, jetzt verschwinde mal, weil du gehörst nicht hierhin, sondern die dürfen auch erstmal einen Kaffee hier trinken. Und für uns bedeutet das auch letztlich, dass hier ein Austausch entsteht, der möglicherweise sonst auch nicht entstehen würde. Das heißt, wir verstehen die Einrichtung auch ein Stück weit als Forum für Aachener mit und ohne Sucht oder Touristen oder auch Nicht-Aachener. Das spielt für uns erstmal gar keine Rolle. Du hast gerade das Aquis Plaza angesprochen. Es gibt ja in der Zeitung, wird immer dann gemeckert, okay, Einzelhandel, hier haben wir halt quasi die Luxus-Mall, da soll Einzelhandel, das soll attraktiv sein für Touristen, die dann kommen, und dann gibt es dann hier das Café und dann ein paar Meter weiter trifft sich dann die Drogenszene. Und die Politik, also gerade die Konservativen, versuchen ja immer so ein bisschen dagegen zu wettern und sagen, okay, das muss hier jetzt verdrängt werden, die müssen da aus der Ecke raus, weil wir halt hier lieber schön Shopping machen wollen. Macht das Sinn oder sagst du, okay, nee, das passt hier alles jetzt gut zusammen? Ja, in letzter Instanz passt das erstmal für uns alles sehr gut zusammen. Also wir stehen auch in einem engen Austausch mit dem Center Management. Das heißt, wir sehen die eigentlich einmal pro Quartal. Dementsprechend können die auch ihre Bedürfnisse an uns richten. Also wir verstehen das Center bzw. das Aquis Plaza erstmal auch als Nachbarn. Ne? Das heißt, wir sind als Teil dieser Nachbarschaft natürlich auch verantwortlich für die Nachbarschaft. Und wenn die irgendwie Probleme hätten oder wenn die sagen, uns geht das jetzt gerade gegen den Strich, dürfen die gerne kommen und wir können gemeinsam überlegen, was wir da machen können. Aber grundsätzlich schließt sich das erstmal nicht aus. Also das, was ich gerade eben erklärt habe, dieses auf Augenhöhe den Leuten, die hier als Besucher kommen, zu begegnen, bedeutet gleichzeitig auch, den Leuten Verantwortung abzuverlangen. Das heißt, wir sagen, ihr dürft euch hier aufhalten, das ist überhaupt kein Problem. Aber bitte verhaltet euch auch so, wie ihr von euren Nachbarn erwarten würdet, dass sie sich auch verhalten. Aber klappt das denn dann in der Praxis, dass die Leute sich dann wirklich jetzt hier gut verhalten? Oder gibt es halt wirklich auch Probleme, wo man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier einen Brennpunkt, wir müssen jetzt hier 5-mal am Tag die Polizei rufen? Oder hält sich das in Grenzen, dass ihr da so einen guten Draht habt, dass die Leute halt dann auf euch hören? Oder dass sich halt, dass es hier gar nicht so gefährlich ist, wie es halt jetzt auch oftmals von der Zeitung oder den konservativen Politikern beschrieben wird? Also für uns ist es erstmal nicht gefährlich. Das heißt, ich habe keine Angst, wenn ich morgens zur Arbeit komme. Natürlich haben wir immer Querschläger. Wir reden hier von Menschen, die auch oft mehrere Diagnosen haben. Da ist ja nicht nur die Sucht im Vordergrund, da kommen dann auch psychische Erkrankungen zum Tragen, wo man halt sagen kann, okay, vielleicht erreichen wir da auch nicht immer hundertprozentig die Leute. Aber so generell kann man schon davon ausgehen, dass man am Kaiserplatz nicht gefährlicher lebt als an anderen Stellen in Aachen auch. Und wie gesagt, also was wir halt versuchen, ist die Verantwortung bei den Leuten auch abzurufen. Das heißt, für uns geht es nicht darum, dass wir hier als Aufpasser durch die Gegend laufen, sondern vielmehr, dass wir die Leute aktivieren dazu, dass sie halt selber sagen, wir passen auf unseren Platz selbst auf. Wenn es tatsächlich mal so weit kommen sollte, dass man halt die Unterstützung von Polizei oder Ordnungsamt braucht, haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade mit dem Ordnungsamt hier in Aachen haben wir extrem gute Kooperationen und auch die treten gegenüber den Menschen, die hier sind, recht freundlich, deutlich strikter als wir, aber auch recht freundlich auf. Das heißt, die Kooperation funktioniert da auch recht gut. Ja, die wissen ja wahrscheinlich auch, okay, wir können jetzt da in einem Café anrufen, dann schicken die uns einen Streetworker und der redet jetzt nochmal mit dem und der hat vielleicht einen anderen Zugang, als wenn jetzt dann der Typ mit Pfefferspray und Handstellen vor dem steht und jetzt dem einfach nur dreimal anbrüllt und sagt, hau jetzt ab oder wir nehmen dich jetzt mit. Ja, wobei, ich muss da tatsächlich eine Lanze für die Leute vom Ordnungsamt auch brechen. Das sind in unserem Fall keine Menschen, die irgendwie mit Pfefferspray und schwingender Keule hier stehen. Die sind tatsächlich in der Szene bekannt und haben auch ein ganz gutes Standing bei den Leuten. Also da, die treten denen genauso offen gegenüber wie wir. Natürlich mit einem ordnungspolitischen Auftrag. Das heißt, wenn die einen Auftrag bekommen, müssen die den durchführen, so oder so. Das müssen wir nicht. Ne? Also wir haben jetzt keinen Auftrag, hier irgendwie was sauber zu machen oder irgendwie den Platz sicherer zu machen. Aber wie gesagt, also ich kann vom Ordnungsamt für den Platz hier definitiv nichts Schlechtes sagen.
Was könnte man denn machen, um den Menschen noch mehr zu helfen jetzt an der Szene? Ist das so, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir würden jetzt noch 10 Streetworker einstellen und der wird sich jetzt 24 Stunden um die Leute kümmern, um denen wieder eine Wohnung oder die wieder in einen Job zu bringen? Oder kann man da einfach nicht mehr machen oder die sind einfach so, wie sie sind? Ich glaube, letztlich geht's, also mehr Hilfe geht immer. Ne? Also wir können immer mehr Geld gebrauchen. Aber was wir versuchen mit der Einrichtung ist tatsächlich, was ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, ist, die Leute in die Verantwortung zu nehmen. Das heißt, wir haben einen Besucherrat beispielsweise. Das heißt, wir tagen einmal im Monat mit den Klienten selbst. Also Sozialarbeiter sind ein Völkchen, was dazu neigt, irgendwie recht häufig sich zusammenzusetzen und Dinge zu besprechen. Und wir haben halt gedacht, eigentlich sind die Besucher diejenigen, die die Einrichtung nutzen. Und dementsprechend sollten die auch mitentscheiden können. Das heißt, die treffen sich auch einmal im Monat, auch recht niedrigschwellig organisiert. Und viele sind das? So, wir reden da von 6 bis 8 Leuten. Okay. Ne? Die sind aber auch kein regelmäßiger, gleichbleibender Kreis, das wechselt immer mal wieder durch. Aber da kommen dann auch immer wieder Impulse, wo wir sagen, das können wir für die Arbeit auch übernehmen. Zum Beispiel das Querbeet-Projekt. Ne? Da wurde ganz klar gesagt, unser größtes Problem hier unten ist Langeweile. Das heißt, oft waren es so, dass Jobcenter-Maßnahmen die Leute in der Form nicht erreicht haben, wie es hätte für die, also so wie die Leute sich das gewünscht hätten. Und dementsprechend haben wir Querbeet beispielsweise entwickelt und machen das auch recht erfolgreich. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, wo ich finde, das kommt aus der Szene, für die Szene und mit uns als Moderatoren dazwischen. Das, was ist das? Wie funktioniert das? Also ich habe schon ein paar Mal diese Schilder gesehen. Ich glaube, im Frankenberger Park gibt es da ein Beet oder hier. Aber wie, oder was ist der Sinn dahinter? Querbeet ist im Prinzip eine sehr niedrigschwellige Arbeitsmaßnahme. Das heißt, wir haben damals mit der Idee angefangen, dass wir eine Patenschaft für die Grünfläche vor unserer Einrichtung übernommen haben. Das war ein relativ wilder Busch, ein Rattenzuhause eigentlich. Da lebten ganz, ganz viele Tiere drunter. Was habt ihr mit denen dann gemacht? Die brauchen ja auch ein neues Zuhause. Ja, die sind in großen Teilen auch unter unseren Raucherraum hingezogen. Dementsprechend haben wir denen eine überdachte Möglichkeit zu schlafen verschafft. Auch ein Upgrade für die. So, alle haben gewonnen am Ende des Tages. Nee, aber tatsächlich ist es eine sehr niedrigschwellige Maßnahme. Das heißt, Leute können morgens hier hinkommen, sich bei uns melden und sagen, okay, ich möchte heute was tun, ohne einen verbindlichen Vertrag einzugehen in irgendeiner Form. Das heißt, die einzige Verbindlichkeit, die wir haben, ist, wir erwarten zwischen 10 und 12, dass ihr vorbeikommt und sagt, ich möchte heute was tun. Wir haben halt mehrere von diesen Grünflächenpatenschaften dann übernommen, also weil wir halt damals auch gemerkt haben, dass es hier gut funktioniert hat und ziehen jetzt mit unseren Querbeet-Trupps durch Aachen und verschönern Grünflächen, die vielleicht auch meine Verschönerung benötigt haben. Das ist jetzt im Frankenberger ein bisschen anders. Da probieren wir uns in einem Fleck aus, wo vorher eigentlich keine User vorhanden waren oder wo der Park an sich auch schon schön war. Aber generell ist normalerweise Querbeetbeete, wo wir gucken, dass wir Leute erreichen oder Plätze erreichen, wo sowieso schon Szene ansässig ist, also wo wir die Leute von da aus direkt auch ins Boot holen. Ein bisschen Beschäftigung haben da und was Produktives. Beschäftigung und aber auch ein Feedback bekommen von der Gesellschaft, was sie vielleicht so nicht bekommen. Ne? Also oft ist es so, dass die Menschen, die hier am Kaiserplatz vorbeigehen, die Klienten von uns auch mit, gerade die Leute, die sich dann nicht beschäftigen, mit Sorge und so einer gewissen Distanz auch betrachten. Und ganz plump oder simpel ausgedrückt, zieht man einem Menschen eine Querbeetweste an und lässt den Blumen pflanzen, wird aus diesem vermeintlich bösen, kriminellen, gesellschaftlich randständigen Menschen ein netter Typ, den ich ansprechen kann. Also es ist einfach ein ganz kleiner. Aber kriegen die da auch was dafür oder machen die das dann nur just for fun? Nee, die kriegen 1,50 Euro pro Stunde, das ist das, was wir sozusagen aus unserem Spendenetat aufbringen können und ein Essen und ein Getränk. Das heißt, im Grunde genommen können die maximal 4,50 Euro pro Tag verdienen, im Sommer 5 Tage und dafür dann sozusagen. Kriegen die jetzt dann Cash ausgezahlt oder wie funktioniert das? Genau. Weil die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht, oder haben, ich weiß nicht, ob die ein Konto haben oder dass sie dann das Amt. In der Regel ist es so, wenn du Arbeitslosengeld 2 kassierst oder bekommst, dann musst du auch ein Konto haben. Also die haben Konten. Tatsächlich sind wir aber einfach auch, das ist halt auch, Querbeet ist eine komplett selbstentwickelte Idee gewesen. Das heißt, das ist auch in vielen Teilen immer noch auch Prototyp. Das heißt, ganz simpel, wir haben da viele Möglichkeiten gar nicht gerade zu überweisen. Das heißt, wir müssen das bar auszahlen. Ja, aber ich finde, wenn man, blenden das bestimmt gleich mal an, wie es jetzt hier aussieht, aber ich glaube echt, vor ein paar Jahren waren hier noch hohe Sträucher und jetzt wirkt das halt auch alles wesentlich offener und kommt auch viel mehr Licht hier rein wahrscheinlich. Genau, also, und tatsächlich ist einfach die Idee für uns auch zu zeigen, diese Menschen haben nicht nur das Potenzial, nicht zu stören, was irgendwie auch in der Vergangenheit oft der Fall war, so im Sinne von, wie verstecken wir die am allerbesten, sondern wir zeigen, okay, die kommen hier hin, sind hier, haben vermeintlich gestört und jetzt machen die diesen Ort zu einem schöneren Ort.
für Aachen als Aachener, als die, die nie betrachtet worden sind. Und das ist halt ziemlich spannend, finde ich, weil, wie gesagt, der grundsätzliche Ansatz war immer so, wie kriegen wir die am besten versteckt, und wir gehen hin und sagen, ihr müsst euch nicht schämen dafür, dass ihr irgendwie Heroin- oder Kokainabhängig seid, und ihr dürft gleichzeitig was tun und dürft euch auch auf ein Podest setzen und zeigen, dass ihr was produktiv Gutes leisten könnt. Also so eine Abhängigkeit ist ja auch irre teuer, oder? Wenn jetzt Heroin und Kokain abhängig sind, was brauchen die denn so ungefähr am Tag an Geld? Das kommt immer so ein bisschen auf den Konsum an. Also das kann man so, ja, man kann das jetzt nicht pauschal beziffern. Aber doch mehr als 4,50 Euro, oder die dann verdienen. Definitiv, aber wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, also die kriegen oft auch Arbeitslosengeld 2. Und so, wenn man sich damit organisieren kann, ist man schon ganz gut dabei. Funktioniert oft nicht. Da haben die Leute noch wahrscheinlich kreativere Ansätze. Aber das kriegt ihr dann nicht mit, was die machen, oder? Naja, wir appellieren natürlich immer, das ist auch das, was wir meinen, mit Verantwortung übernehmen. Wir appellieren daran, oder an die Menschen, nicht irgendwie andere Leute zu schaden. Also für uns bedeutet Verantwortung automatisch auch, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen und nicht nur für sich selber. Das heißt, wir erwarten und hoffen, dass sie nicht kriminell werden. Das kann man aber natürlich nicht immer ausschließen. Also habt ihr denn so eine Statistik, wo ihr dann sagen könnt, okay, wir haben jedes Jahr, haben wir wirklich dann, 10 Leute, die jetzt nicht mehr dann drogenabhängig sind, die es aus der Sucht dann durch unsere Hilfe geschafft haben oder die jetzt wieder einen geregelten Arbeitsablauf haben, die wir jetzt irgendwie einen Job vermittelt haben und die sind jetzt wieder in der bürgerlichen Schicht so angekommen? Das Tragische an der Arbeit, die wir machen, ist, dadurch, dass wir sozusagen an der Basis von der Szene sitzen, ist es so, wenn ein wirklicher Fortschritt entsteht, sind die Leute hier weg. Das heißt, wir kriegen es gar nicht mehr mit. Idealerweise. Sein können, dass sie nochmal ein Jahr später wiederkommen im Blumenstrauß und sagen, hey Marc, super. Tatsächlich, also es gab mal oder es gibt mal immer wieder Karten, aber ich tatsächlich, also ich freue mich wirklich, wenn Leute einfach nicht mehr auftauchen, insofern sie halt nicht mehr in der Szene sind, oder? Also, ne, also oft ist es dann auch Gefängnis, aber letztlich, hoffe ich immer auf das Beste und nicht selten ist es so, dass die Leute dann tatsächlich den Weg auch in die Therapie schaffen. Ich glaube halt, was für die Niedrigschwelligkeit wichtig ist, ist halt, dass wir definieren unseren Erfolg nicht darüber, wie viele Leute wir sozusagen clean bekommen, sondern was zum Beispiel auch bedeutet, drauf sein zu können und trotzdem sicher zu leben. Also wir tauschen am Tag fast 1000 Spritzen oder 1000 Spritzenteile. Das bedeutet, das sind 1000 Teile infektiöser Müll, der a, nicht mehr in die Gesellschaft zurückgeführt wird und b, halt aber auch den Leuten sichert, nicht dreckig zu konsumieren. Wir haben... Also die kommen dann mit einer dreckigen Spritze und tauschen die dann hier gegen eine saubere, genau. Und ihr entsorgt die dann irgendwie. Genau, wir haben dann die nötigen Firmen, die das sozusagen dann abholen. Oder auch Besucherzahlen, ne? Also für uns ist dann auch ein Erfolg, wenn wir merken, wir hatten jetzt vor 2 Wochen eine Besucherzählung, 113 verschiedene Leute. Das heißt, es sind 113 Klienten, die wir täglich erreichen. Das sind 113 Mal Kontakte, die in irgendeiner Form für die Leute hoffentlich irgendwie auch produktiv sind. Das war schon eine große Zahl, finde ich jetzt, wenn es 100 Leute in Aachen gibt, die halt die Einrichtung nutzen. Das ist, also wie gesagt, das ist einfach an dem Tag. Es kann auch, also die, man kann die Gruppe, also die gesamte Gruppe halt schwer beziffern, aber das waren wahrscheinlich eher noch mehr. Wahrscheinlich, genau. Aber an dem Tag, also wir machen das stichprobenartig, und an dem Tag waren es halt 113. Aber das ist halt für uns ein Erfolg. Das heißt, wir glauben, wir machen mit der Einrichtung einiges richtig, in der Hinsicht, dass wir sagen, die Leute sind einfach gerne hier. Und die wissen, wenn sie sich hier aufhalten, können sie letztlich auch immer den Kontakt zu uns suchen. Das heißt, hinten sitzen immer 2 Sozialarbeiter, die den Weg raus aus der Sucht auch kennen. Und die wissen auch, wo finde ich die Entgiftungsstellen, wo finde ich die Therapieplätze. Das ist ja auch eine Bestätigung für euch, oder dass ihr halt mit eurem Team gut ankommt, wenn wirklich so viele Leute kommen und die halt immer wieder gerne kommen. Das ist eine geschlossene Frage, ja. Ja. Nur zu sagen, ja, du hast recht. Wie finanziert ihr euch denn? Weil ihr könnt euch ja wahrscheinlich dann nicht von 100 Essen mal 1,80 am Tag, dann wird es wahrscheinlich Essen eng bei den Mitarbeitern und der Miete. 100 Essen sind es tatsächlich auch nicht, also wir verkaufen deutlich weniger, wobei auch das sich gesteigert hat, also wir liegen dann bei 20, 25. Das ist die Suchthilfe Aachen ist unser Träger, das heißt Diakonie und Caritas. Wir kriegen übers Gesundheitsamt Gelder und natürlich letztlich auch sind wir ganz eng abhängig von Spendengeldern. Das heißt, ein Projekt wie Querbeet funktioniert für uns nur mit selber Geld sammeln. Und da haben wir ein paar größere Spender, aber auch die Kleinen machen ihren Teil. Okay.
Und letzte Frage noch, wie kommt eigentlich euer Name zustande? Ja. Der liebe Kollege Lauritz Elsing hat den Namen damals ins Spiel geworfen und bedeutet einfach Bürgersteig in Aachen. Also Öffischer Platt ist, bedeutet Bürgersteig und für uns war Bürgersteig immer ein Platz, wo sich alle aufhalten können, wo Menschen sich im Prinzip erstmal ohne Vorurteile oder irgendwelche Unterschiede begegnen können. Und wo aber auch, was ich gerade eben gesagt habe, jeder irgendwie gucken muss, dass er schön ist. Jeder möchte, dass sein Bürgersteig, wo er sich gerne aufhält, sauber ist und irgendwie ein angenehmer Platz ist. Und ja, wir sind alles Menschen, die irgendwie auch viel draußen sind und deswegen passte der Name eigentlich wie Faust aufs Auge. Ja, ja, war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass wir heute mal ein bisschen in die Einblicke genießen durften, was ja wirklich so passiert. Gerne. Und vielen Dank. Ja, sehr gerne. So, tschüss.